Und da sind wir wieder. Ich hoffe, Smoke schießt diesmal ein bisschen besser. So, ab geht's, mein Freund. Gib dir Mühe. Schneller. Triff besser. Ich kann nicht noch weiter von der Kiste wegfahren. Du musst das so erledigen. Komm. Oh, wir haben schon zwei weg. Na, das ging ja schnell heute. Lass uns erstmal kurz das Auto zerlegen. So, ich glaube, Smoke hat sich meinen Anschiss zu Herzen genommen. Er schießt doch ein bisschen besser heute. Komm, den schaffst du noch. Jawohl! So, da war es bloß noch einer. Und den sollten wir doch jetzt noch ganz gemütlich erledigen können, oder? Komm schon. Hol ihn dir, Smoke. Jawohl! Fahr's mit Big Smoke zurück zu seinem Haus. Das lief doch um einiges smoother als beim letzten Mal. Und ich möchte unbedingt diese Waffe haben, denn die ist meiner Meinung nach die beste MP. Always fucked up around here, or is it because of the drugs? What you think, man? I don't know. That's why I'm asking you. Yo, hey, hey, don't ask a wise man, Frank. Ask a fool. That's what I was doing. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Okay, das lief ja dann doch relativ smooth diesmal. Keine Ahnung, warum Smoke beim ersten Mal so schlecht geschossen hat. Also, offenbar geht's ja doch ganz gut. Ist vielleicht auch so eine Glückssache. Oder ich bin vielleicht doch zu nah am Zug gefahren. Ich weiß es nicht. Ist aber schade, dass man es nicht selbst so wirklich beeinflussen kann. Aber wir haben es geschafft. Und damit wäre das erledigt. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie. You be careful with those cats. I'm gonna see you later. Respekt für uns. Aber wir verziehen uns natürlich nicht, sondern machen gleich weiter hier. Nicht wahr? Schön, wie sie sich auch gleich umdreht und sich mit uns prügeln will, anstatt wegzulaufen. Noch mehr? Klar, komm her. Okay, erledigt. Weiter geht's. Just Business. Hey, CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling. Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. Bring Big Smoke nach downtown. This better not be another cop errand, man. No, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, baby. What you into, Smoke? A lot of shit about to go down, Carl. Family's coming back, ballers pushing base, Russian cats with nothing to lose about to bust some ass. Russians? Now, all my life, I've been told to fear the Russians. But I ain't never even met one. Then the wall comes down and we all supposed to be friends. 5 minutes later, my cousin gets laid out by some Rusky fresh off the boat. For real? For real. So, dann schauen wir noch mal, was es mit den Russen hier auf sich hat. Before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. Ich hör's jetzt schon. Want company? Motherfuckers! Das ist schneller eskaliert. CJ, get in here! Oh, there you are. You don't stop coming in fast like fools in this motherfucker. I so. Versuchen wir ein paar Kopfschüsse zu verteilen. Oh, ich soll vielleicht erstmal den hier vorne holen. So, das lief ganz gut, glaube ich. Na, ich treffe ihn nicht. Oh, ich glaube, ich bin zu weit weg, oder? Nee, scheinbar doch nicht. Jetzt haben wir ihn. Okay, Muni, Muni, Muni für mich. Ah, was? Ah, nice. Wie ein Gangster. So, ich muss aber ganz kurz erstmal hier ein bisschen sammeln.
Oh, da hinten ist eine schusssichere Weste, die hole ich mir doch sehr gern. Erstmal ganz kurz ein bisschen fit werden. Wunderbar. Das erhöht unsere Lebenschancen doch schon deutlich. Oh ja, wieso hat sich... Nein! Oh, jetzt ist die wieder weggegangen. Wieso hat sich unsere Waffe denn automatisch geändert? Das finde ich ja ärgerlich. Naja, was soll's. Dann müssen wir halt mit dem Mistding mit der Mikro-MP hier klarkommen. Weiter geht's. Stick real close, Carl! Keep your head down and stick your shit in here! Spook, you and your friend are dead man. Motherfucker! Back me up! Der ist zu weit weg. My homie CJ! Homie, you ice cold, baby! So, treffe ich den denn? Sieht so aus. Aber den nicht mehr. Der ist definitiv zu weit weg. CJ, nimm mal deinen Afro aus dem Bild hier, bitte. Hallo? Ah, jetzt. So, jetzt muss ich erstmal unbedingt hiervon wechseln. Nein, natürlich verschwindet die wieder. So, ganz schnell. Oh nein, lass mich doch mal die Waffe wechseln. Diesmal mit vertauschten Rollen. Wir werden gefahren und dürfen schießen. So. Yay! Hit a bus! I'll never ditch public transportation again! Damn! Roadblock! Oh, Smoke, these cats is organized. It's something you ain't telling me, man. Look, Carl, all I know is they real pissed with us right now. Hold on, though, I got an idea. Smoke, what you thinking? Flood control is a dead end, man. The hell with that! We had to lose those cars, don't worry about that. I know a way out up past Grove Street. The old sewer tunnel. Oh, man. Watch out back! So, von wegen More Bikes. Wir holen sie alle weg. Ruckliche Angelegenheit, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Crap! Oh shit, now the truck's found us again. Man, stop being so negative. Focus on the good news. Such as? We ain't dead and your trigger finger still works, fool. Oh yeah. I think the gearbox is screwed up on this thing. I can't get no speed. Yeah, who negative now, bitch? Point taken. I'll keep my mouth shut from now on. Watch our back. Ah, die Maute sind schon ein bisschen schwer zu treffen. Hui. Okay, ich glaube, ich nehme lieber die auf dem Motorrad. Hey, ihr da drüben. Ah, ihr seid so weit weg, alles klar. Oh, hi. Go around him, man. Screw that. We're taking the scenic route. Warum auch immer alles gerade explodiert ist. Komm schon. Oh, sieh mal an. Haha. Wie schön. Smoke? Jawohl. We better split up. I'll take it another block and dump it. Man, that was some crazy shit back there. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Das lief doch mal sauber. Respekt für uns. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir die auf Anhieb hinkriegen. Sehr schön. Gefällt mir gut.
So, damit haben wir auch Big Smoke abgearbeitet. Und jetzt hätte ich gerne eine Spraydose dabei. Naja, ich sollte mir ab und zu mal eine einpacken, wenn wir schon zu Hause sind. Schön ist auch, wir haben jetzt tatsächlich eine schusssichere Weste noch gleich mit kostenlos abgesahnt. Finde ich echt sauber. So, Achso, wir müssen über die Brücke, ne? Was willst du denn von mir? Ha? Wie sieht's aus? Verzieh dich! Leg dich nicht mit einem Gangbanger an! Du wolltest so. Du hast es herausgefordert. So. Hallo, Officer. Nichts passiert. Entschuldigung. Wir machen dann mal ganz kurz nach Hause, glaube ich. Um den Stern wieder loszukriegen. Wir können eigentlich gleich hier lang gehen. Komm, gehen wir gleich mal hier lang. Und ich steck mal die Waffe weg, lieber. Wir wollen ja nicht jeden umknallen hier. So, falsches Ende der Garage. Ah ja, ich habe mich gerade gefragt, was wir eigentlich drinstehen haben. Jetzt weiß ich es wieder. So, zurück ins Haus. Und wir sind immer noch nur bei $900. Das sollten wir demnächst vielleicht mal ändern. Aber momentan sind die Geschäfte eben noch nicht so profitabel. Wird sich später dann auch noch ändern. Jetzt ist eben erstmal ganz viel Homie Love angesagt und ganz viel Arbeit für die Gang. Und natürlich, was wir jetzt auch tun müssen, für die Crash Bullen. Leider. Ich habe keinen Bock drauf, aber was soll's. Wir haben keine Wahl. Ich glaube, CJ hat auch keinen Bock drauf. Dann machen wir mal zu unseren Freunden. Also Freunde in Anführungsstrichen natürlich. Was ist denn mit der Karre los? So, jetzt vielleicht auch mal gerade. Danke. So, ich weiß bloß nicht, wann wir hier runter müssen. Ich glaube, ich fahre mal lieber hier schon runter. Die Highways in Los Santos, egal ob in GTA San Andreas oder in GTA 5, die sind so eine Geschichte für sich. Die haben einen ganz kryptischen Verlauf, den man einfach nicht ergründen kann. Also da muss man sich so ein bisschen erfahrungsmäßig reintasten in die Highways. Sonst kann man da mal einfach verloren gehen drauf. Das ist nicht so einfach. Okay. Wir haben es gefunden. War gar nicht so falsch, glaube ich, wie ich gefahren bin. Und natürlich, wo finden wir Polizisten? In einem Donutladen. Wer hätte es gedacht? Burning Desire. Hey, Carl Johnson. CJ. Oh, come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Tampany hat einige Molotov-Cocktails in einem Durchgang in Downtown Los Santos versteckt. Hol sie ab und wir nehmen natürlich dieses Auto. Nein, ich mach das mal aus, das nervt bloß. Tja, Tampany und Pulaski haben ihn so ein bisschen in der Hand und das, ich glaube, das gab's auch halt tatsächlich in den 90ern. Ich weiß nicht, ob es das heute immer noch so sehr gibt, dass es halt korrupte Bullen gibt, die wirklich machen, was sie wollen in den Gang-Territorien, weil, naja, wenn du Gangmitglied bist, dann scheren sich die Polizisten wahrscheinlich auch nicht sonderlich um dich. Komm ich hier hoch? Ah, gerade so. Oder auch nicht. Ich glaube, wir gehen zu Fuß. Und was willst du machen? Willst du einen förmlichen Antrag stellen, dass die bitte woanders arbeiten sollen?
oder sie denunzieren bei der Polizei. Ich glaube, wenn du Gangmitglied bist, ist das ein bisschen schwierig. Von daher, nun ja, CJ muss jetzt erstmal damit klarkommen und auf die Gelegenheit warten, sich irgendwann zu revanchieren. Interessant ist, meine Muskeln runtergehen, wenn ich sprinte. Aber wie wir sehen, die Ausdauer ist schon ganz gut, ne? So, du hast die Molotov-Cocktails. Begib dich zum Ganghaus und stecke es in Brand. Warum sind die schon an? Wer hat die denn schon angezündet? Okay, je länger du die Maustaste gedrückt hast, desto weiter der Wurf. Sei vorsichtig, wenn du nicht weit genug wirst, wirst du von der Explosion erfasst. So, bitte mal anhalten. 20 Stück gleich. Lassen Sie sich nicht stören. Ich tue nur meine Arbeit. Mr. Officer. Oh, das war die falsche Taste. Oh, wie er gleich geht. Hat er sich's anders überlegt? Was willst du denn? Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier die Abkürzung durch den Park. Entschuldigung. Und da sind wir auch schon. Nicht in der Gasse. Die ist nicht richtig. Weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Oh, wir können Zäune hier noch nicht so wegfahren? Ja doch, teilweise schon, ne? Aber hier an dieser speziellen Stelle offenbar nicht. Ich sehe immer viel zu viele Tags und habe dann keine Spraydose dabei. Das ist schon irgendwie ärgerlich. Aber naja, die werde ich wahrscheinlich irgendwann in einer ruhigen Minute mal so abarbeiten müssen. Weiß gar nicht, ob es dafür irgendeine besondere Belohnung gab. Wer weiß. Setz das Haus in Brand. Wirf dazu Molotov-Cocktails in die 5 unteren Fenster. Um die Fenster einzuwerfen, schieße mit einer Waffe darauf oder schleudere einen Molotov-Cocktail dagegen. Ja, warum sollte ich erst drauf schießen? Ist doch albern. Darf ich? Jawohl. Guter Wurf. Ein paar mehr davon sollten reichen. Guten Tag, die Herren. Ich gehe dann mal kurz. Das hätte mir jemand sagen sollen. Was ist denn hier los? Das ist ja gleich zum Gangkrieg ausgebrochen. Yeah, what you gonna do now? Schön, dass die umliegenden Verkehrsteilnehmer das für mich mit erledigen. Treffe ich den denn von hier aus? Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Bitte mal Entdeckung. Erledigen die sich gegenseitig? Schieß! Alter, was war denn jetzt los? Echt jetzt? Ein Bolles? Ach, komm schon. Komm. Einfach mal drüber fahren. Da können sich die Vagos drum kümmern. Ja, tötet euch gegenseitig. Nichts dagegen. Das erleichtert mir die Arbeit. Kriegt ihr es hin? Nicht so wirklich scheinbar, oder? Wollen wir Wetten abschließen? Ich tippe darauf, ein Vagos stirbt und dann ist der Ballist dran. Wobei, die treffen alle nicht, habe ich das Gefühl. Ach komm, wenn sie so schön stehen. Oh, ich müsste natürlich auch drüber fahren über die Leute. So, den erstmal kurz weg. Siehst du, ein Vagos stirbt und dann ist der Ballast dran. Fehlt noch der hier. Gut. Das hätten wir schon mal erledigt. Da kann ich wieder zu den Molotov-Cocktails wechseln. Wo sind sie denn? Ich weiß es gar nicht. Da. Oh, naja, so halb. War eigentlich nicht durchs Fenster, hat aber offenbar gereicht. Oh nein, hier sind noch mehr von denen. Oh. Komm, dann müssen wir erstmal kurz hier kurz einen Prozess machen mit dem. Und noch einer. Zack. Oh, das war nichts. Der war besser. Das Haus wird abbrennen. Yay. Fire!
Ein Mädchen befindet sich noch in dem brennenden Haus. Du musst es retten. Schnell! Das Mädchen ist oben. Du hast nicht viel Zeit, bevor es verbrennt. Wie konnte das geschehen? Shit. Gab es denn nicht irgendwas, was mir helfen konnte? Oh, sieh mal an. Geld. Das Geld nehme ich gerne an mich. Es ist so ein bisschen verraucht hier. Ich sehe nichts. Wo sind wir denn? Hallo? Sind wir hier richtig? Gibt es da noch mehr Geld für mich? Das Geld ist mir gerade wichtiger als die Frau. You there? You okay? Yeah, but those flames! They're too hot! I'm scared! Hold on, it's probably a fire extinguisher in the kitchen. I'll be right back! Yay, wieder auf nach unten! Wieso bin ich erst hochgekommen, ohne den mitzunehmen? So, vielleicht weil ich nicht mehr wusste, wo das Ding jetzt genau zu finden ist. Gibt's da noch Kohle? Ich bin so ein raffgieriges Arschloch. Okay, das ist das Bad. Das ist wahrscheinlich nicht die Küche. Ich brenne. Das ist ganz schlecht. Ich glaube, ich sterbe. Ja, ganz toll. Man müsste die Küche finden können. Gut, wir müssen die Mission noch einmal erledigen. Wir sehen uns gleich wieder im brennenden Haus.